Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Kingdom Rush Origins. Und wie schon beim letzten Mal angekündigt, ich würde sagen, wir probieren noch weiter Vetsnan aus und gucken mal, ob das mit dem so funktionieren könnte, wie ich es mir wie gesagt vorstelle. Schönes Level, hier ist die Facecam gar nicht im Weg, gefällt mir. genau. An für sich ist er, also im Endeffekt, der ist halt sehr ähnlich mit Arivan, was den Schaden angeht und so weiter und so fort. Aber, nee, ich würde sagen, er ist ein kleines bisschen stärker sogar. Arivan ist halt sehr gut gegen einzelne Gegner. Also wenn jetzt ein starker Gegner kommt, er kann ihn einfrieren, er kann diese Feuerbälle auf ihn schießen und so. Und zum Tanken ist Arivan besser, weil er hat dann noch diesen Schild um sich. Also Arivan hat auf jeden Fall gute defensive Fähigkeiten. Aber er ist halt hauptsächlich, wie gesagt, gegen einen Gegner. Abgesehen von der Heldenfähigkeit. Aber das meiste von ihm ist halt wirklich nur gegen einen Gegner. Und genau. Deswegen. Was kommt denn hier nochmal? Ah, hier war das mit den Pilzen. Ah ja, true. Also ich meine, dass es hier Pilze gibt, das war mir schon vorher klar. Aber mir ist gerade wieder eingefallen, warum das hier so ätzend war. Das Level. True. Genau, und was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, also das Einzige, was mich halt von Arivan so überzeugt, ist halt die Heldenfähigkeit. Die ist echt nice, ja. Wobei die halt mit dem, ich meine, der Dämon, der ist auch nice, also, weiß nicht. Der Dämon hat halt den Vorteil, er ist viel länger da und, gut, er ist auf jeden Fall nicht unbesiegbar, aber er ist sehr schwer zu besiegen. Also er hält wirklich sehr, sehr viel aus. Das heißt, da hat man auf jeden Fall auch keine Probleme und Wetzen ist down. So, nächste Wave. Genau. Ja, die Pilze sind so abnormal nervig, ey, ohne Witz. Jetzt brauchen wir den Dämon wahrscheinlich sogar schon. Ja, ziemlich sicher sogar. Oh, Moment. Ah, lol. Moment, Moment. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lol. Alter, wie Brain AFK bin ich. Man muss hier unten auch verteidigen. Oh mein Gott, sorry. Entschuldigung, dass ich ans Mikrofon gekommen bin. Lol. Alter, ich hab's gerade überhaupt nicht gecheckt. Ich dachte mir gerade so, warum laufen die echt da nach unten? Alter. Das. Scheiße, Mann. Das war jetzt ein kleiner Fail. Oh, Boys. Alter Schwede. Kann einem sowas passieren? Ja gut, jetzt wäre es eigentlich gar nicht mehr so schlecht, oder? Wenn die sogar hier oben stehen würden. Dann habe ich eben genau hier unten die. Die Wetzenern steht in der Mitte. Genau. Und dann. Das Level war damals schon ein Problem. Das damals. Letztes Mal. Ja, ich sitze eher wieder auf die Bogenschützen. Weil eigentlich können wir Wetz dann auch hier hinstellen. Der soll ja eh leveln. Er hat eh fast ein Level ab. Dem fehlt nur noch ein paar Kills wahrscheinlich. Haltet sie für ihn auf! No! Where's none? No! And he's dead. Gut, bei dem Level ist er wahrscheinlich echt nicht so gut, weil es hier halt sehr stark auf das Tankige ankommt und das hat er halt einfach gar nicht. Also er ist halt von vier so kleinen Pilzen fast schon down. Das ist in der Tat nicht so gut. Aber ja, seine Magieangriffe sind echt nicht schlecht. So, jetzt habe ich es auch ein bisschen besser gemacht, nicht direkt hier alles auf einmal kommen lassen. Das war vorhin, glaube ich, auch noch ein Indikator fürs Verlieren.
Ah ja, genau, er hat auch übrigens schon Level up. Ja, wie gesagt, das muss man natürlich immer noch dazu bedenken. Jetzt, wenn man wegen Schaden und so, er ist noch nicht maximal Level. Also das ist eigentlich auch ein kleiner Fehler, sag ich mal, bei Castle Clash. Also eine kleine Schwäche vom Spiel, dass du die Helden gar nicht wirklich alle ausprobieren kannst, weil du musst sie alle aufs Maximallevel leveln, um sie wirklich vergleichen zu können. Und naja, jetzt mal realistisch gesehen, das ist eigentlich unmöglich, weil es gibt viel zu wenig Level, um wirklich alle auf Maximallevel zu bringen. Ja, es gibt einfach nicht genug Level. Ich meine, natürlich, klar, du kannst Level ja mehrmals spielen und so, ich meine, das ist nicht das Problem. Oder auch mit den heldenhaften und den eisernen Herausforderungen. Das natürlich schon, also klar, das gibt's und das ist auch eine gute Möglichkeit dafür. Aber trotzdem, ich meine, es gibt so viele Helden, die alle aufs Maximallevel zu ziehen, das ist schon heftig. Also das dauert schon ganz schön. Und ja, ist halt dann entsprechend zeitaufwendig, um wirklich einen guten Vergleich. Also eigentlich muss man sich von Anfang an für, sag ich mal, maximal drei Helden entscheiden, weil mehr bringst du eigentlich nicht aufs Maximallevel. Ja, außer du spielst wirklich jedes Level doppelt, dreifach, vierfach, fünffach, dann schon eher. Ich meine, wie gesagt, ich mag das Spiel und ist nicht schlimm, aber nur um was auszuprobieren, wie der andere Held sich in der gleichen Situation verhält, den dann immer auf Maximallevel ziehen zu müssen, das ist schon krass eigentlich. Also, da verstehe ich auch dann, wenn nicht jeder wirklich dazu bereit ist, auch wenn er das Spiel vielleicht mag. Also, das hat dann auch weniger mit Spielen nicht mögen oder nicht mögen zu tun, als vielmehr mit einfach nur extremer Zeitaufwand für einen simplen Vergleich. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das machen will oder nicht. Wie gesagt, ich schau dann auch mal. Also wir schauen dann auch mal. Würde jetzt davon abhängig sein, wie viel besser er auf den nächsten Leveln und so sein wird. So. Oh. No, no. Ja, okay, scheiße. Jetzt muss ich den Dämon tatsächlich dafür opfern. Aber lieber den Dämon jetzt, weil der bringt jetzt tatsächlich noch nicht so viel. Moment. Hä? Ist dieser... Hä, wo ist mein Dämon? Hä? Ich habe nicht mehr hingeschaut, da waren zwei Gegner und der eine ist so schnell an dem... Jetzt, really? Alter, come on, ey. Ohne Scheiß. So, machen es jetzt mal ganz anders. Direkt alles hier vorne reinstecken. Ah, stimmt, die Baracke habe ich vergessen. Okay, das war ein kleiner Fehler. Mist. Das habe ich jetzt verkackt. Naja, nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, ob sich hier der Druide überhaupt lohnt. Eigentlich überhaupt nicht. Ich glaube, da lohnt sich noch ein Bogenschütze viel mehr. Jetzt habe ich vollkommen vergessen, was ich gerade sagen wollte, bevor. Das hat mich jetzt so rausgebracht, dass wir echt verloren haben wegen einem so ein Rotkäppchen. Das ist so krass, Alter. Das kann ja gar nicht sein, eigentlich. Das ist halt legit eigentlich unmöglich. Das Vieh muss dann. Ich kann es mir genau vorstellen, aber ich verstehe nicht, wo der Dämon war. Ach nein, Moment mal, haben Rotkäppchen nicht. Das ist nicht dein Ernst. Rotkäppchen haben doch diesen. Ich glaube, Rotkäppchen sind es, die haben doch diesen Execute. Also, dass die Gegner theoretisch One oder irgendwie so saukrass viel Schaden machen können mit einem Hit. Also, ich glaube, die haben das, Rotkäppchen. Alter, wenn das jetzt echt der Fall ist, dann what the fuck einfach mal. Da wurde halt quasi mein stärkster Nahkämpfer von einem fucking Fußsoldaten platt gemacht, der eigentlich überhaupt nicht stark ist, weil Rotkäppchen sind ja nicht stark, die machen nur viel Schaden, aber haben wenig Leben.
Oder wie viel Leben haben die? 125, ja, und keine Verteidigung. Alter, wenn das jetzt legit der Fall war, dann einfach nur what the fuck. Just what the F, dude. Schaut sich an, wie schnell die runtergehen, Alter. Unglaublich, ey. Einfach nur unfassbar. Na, ich hätte es gar nicht so weit kommen lassen müssen. Ich hätte schon viel eher eingreifen müssen, aber ich habe es leider nicht gesehen. Vor allem, das war, ich wollte es gerade sagen, jetzt gerade ist es so langweilig und vorher war es genauso. Das ist voll gechillt, dann plötzlich kommen drei durch und dann ist schon wieder vorbei. Weißt du was, wir stellen jetzt den hier hin und holen uns eine fette Cooldown-Reduzierung von 17 Sekunden. Oh, jetzt da schon wieder mehrere. Ey, das kann ja nicht wahr sein. No. Scheiße, die Reinforcements kommen genau 2 Sekunden zu spät. RIP. Der Vorteil von den Bummpilzen ist, wenn die in späteren Waves kommen und deine Türme sind gut genug geupgradet, dann machen die gar nichts mehr, weil die gar nicht mehr wirklich zu den Soldaten durchkommen. Gut, aber andererseits, wenn sie durchkommen, dann ist immer ärgerlich. No! Vesnan! No! Das ist ein bisschen blöd, weil gerade alle down sind. Jetzt können diese Schufte einfach durchlaufen. Ja, aber nice, der läuft nach links, perfekt, da wo die höchsten Upgrades sind. Upgrade-Stufen sind von den Türmen, aber der hat eine hohe Rüstung leider. Aber der geht trotzdem down wie Butter. Oh oh, jetzt ist der Fall eingetreten, der gar nicht gut ist. Ah, stimmt, ich habe die Baracke da unten nicht gebaut. That's not good. Ach, das ist sogar erst Welle 5 von 6, Mist. Ich dachte, wir hätten schon fast geschafft. Viele Rotkäppchen 10. So wie ich es gerade gebaut habe, gefällt es mir eigentlich schon wieder überhaupt nicht, aber egal. Also 3 Türme in der Mitte, volle Kanne geupgradet und der Rest eigentlich gar nicht so wirklich. Das gefällt mir eigentlich nicht so sehr. Aber es scheint wie immer beste Taktik zu sein. Oder wie so oft. Das, was man eigentlich nicht macht, das ist dann besser ist. LOL. Er hat einfach so einen fetten Pilz desintegriert. Das ist schon geil an Vesnan. Der konnte jetzt nichts mehr spawnen. Das ist schon echt cool. Oh Mist, ist er schon wieder down. Ja gut, aber in dem Level, ich meine, da würden auch die Nahkämpfer alle draufgehen oder die Tanks.
Weil, wenn da 40 Dinger um dich herum explodieren, ich meine, da überlebt kein Held, außer der Drache vielleicht, weil der oben drüber schwebt und den Schaden nicht bekommt. So, jetzt die Rache des Dämons, Alter. Alter, tatsächlich. Tatsächlich. Er hat ihn einfach mit einem Schlag geblättert. Er hat ihn mit einem Schlag getötet. Alter. Das ist ja immer der härteste Counter überhaupt. Holy shit. Eigentlich ist das richtig mies. Okay, jetzt ohne Bogenschützen und ohne Baracken waren es, oder? Was? Wie soll denn das möglich sein, Alter? Ohne Bogenschützen, die haben gerade alles gemacht, die Bogenschützen. Und ohne Baracken, Alter, RIP. Okay, that is not good. Ich weiß also jetzt nicht, kommen jetzt auch Rotkäppchen oder benutzen die jetzt diese Wege? Ah, schwierig, schwierig, schwierig. All diese Fragen und keine Antworten. Würde ich sagen, graden wir den mal etwas höher ab. Und den und den. Genau. Da muss ich immer probieren, die irgendwie zu splitten. Das ist echt schwierig, ey. Scheiße, Westner, ey. Oh. Die Reinforcements. Alter. Okay, ich brauche den Dämon, Mann. Sonst kommt da einfach zu viel Zeug durch. Kommt es trotzdem. Finde es schade, dass man den nicht mehr befehligen kann. Das ist ein bisschen nervig. Ich meine, klar, es ist eine Heldenfähigkeit, die man an einen festen Ort macht. Aber trotzdem ist es ziemlich nervig. Sonst gut, sonst wäre es ja auch wie ein zweiter Held, okay. Aber ja, ist trotzdem, es ist. So ist man ganz schön eingeschränkt. Auch oh, verdammt. Gerade noch so. Und Vesnan ist wieder da nach dem. Oh oh. Alter, das ist nicht gut. Okay, gerade noch so geschafft. Die laufen komischerweise auch nie nach unten, die laufen immer nach links. Was eigentlich ziemlich nice ist, weil links habe ich die bessere Verteidigung. Aber ja, ich brauche hier einen wilden Magus. Perfekt. Der hat gehört, was ich wollte und hat es mir gegeben. Okay, aber wenn jetzt drei von denen kommen, finde ich das eigentlich viel leichter, als wenn gleich 30, 40 kleine Pilze kommen. Weil schaut euch das an, so ist es ja total einfach. Und auch die aufzuhalten ist ja viel leichter, wenn es nur einer ist. Mit Reinforcements. Ah, okay, da kommen nochmal extra welche raus. Okay, ist noch nicht gegessen, das Ganze hier. No. Alter, das ist nicht den ihr Scheiß ernst, wegen einem Pilz schon wieder. Gold.
Okay, das Level geht ziemlich lang, finde ich. Ich hatte jetzt schon zweimal das Gefühl, dass jetzt gleich vorbei ist und es ging jedes Mal weiter. Aber jetzt ist es, glaube ich, echt vorbei nach denen. Naja, ich weiß nicht, ich finde die einzelnen Herausforderungen meistens deutlich leichter als die heldenhaften. Ne? Trotzdem. Obwohl die eigentlich schwieriger sein sollten. So, Wessner ein Level up. Dann können wir seine magische Fesse und seine AOE Arcana Nova upgraden. Ja, das Problem ist jetzt, mit jedem Level up kann man eigentlich nur eine Fähigkeit skillen. Das ist ein bisschen blöd. Aber gut, vielleicht erhöht sich die Zeit, die er kämpft. Ach so, nein, Moment mal. Das ist ja das, was er... Nee, das ist das, was er jetzt macht, ne? Doch, vielleicht erhöht sich dann einfach die Zeit, die er kämpft. Oh, reduziert die Abklingzeit von Verstärkungstruppen um 5 Sekunden? Das nehmen wir. Okay, dann haben wir eh nur noch ein Level mit 3 Sternen. Dann probieren wir das noch. Probieren wir es erstmal auf Eisern, weil das ist irgendwie mal einfacher. Ach, das war das hier, okay. Witness true sorcery. To the Vanguard! Onward! Just our aim. Swift and steady. For the Queen! Was ist eigentlich mit dem König? Die sagen immer for the Queen. Was ist for the King? Aber nein, gut, die meinen ja die Elfenkönigin. By the light of the moon! To the Vanguard! Just our aim. Ich finde das Baugeräusch auch so cool, muss ich sagen. Stellen wir tatsächlich zwei hin. Zwei Barakas. So. Wisst ihr was, ich lasse jetzt Wetzel am Anfang mal hier kämpfen, weil der soll ja XP bekommen. Das bringt nichts, wenn er dann... Alter, macht der viel Schaden. Alter, der hat die Zwielichttypis richtig zerberstet. Nice. Er soll ja XP kriegen, das bringt uns nichts, wenn er da hinten steht. Also, mein grundsätzlich ist es egal, weil ich meine, früher oder später kommen die Truppen eh nach hinten und dann, ja. Vorne stirbt er halt natürlich auch schneller, das ist natürlich klar. Aber jetzt einfach nur am Anfang, wo es die Wave eh noch nicht so stark ist, da kann man schon machen. Stimmt, das war das erste Level, wo es die Zwielicht. Erwecker gab, heißen die, oder? Die, wo beschwören können? Schwachsinn, die wo heilen können. Die wo beschwören können, gibt's gar nicht. Also zumindest nicht von den Zwielicht-Typen. Aber ich find's cool, dass man hier immer Helden hat. Im letzten Kingdom Rush oder in den letzten Kingdom Rush-Spielen hatte man nie Helden. In den eisernen Herausforderungen. Oder auch in den, ja, wie auch immer sie heißen, heldenhaft eisern. Okay, Vesnan, du wirst hier hinten gebraucht, fürchte ich, oder? No, bye. Nee, sie haben es sogar noch im Griff. Zwar nur durch Reinforcements, aber trotzdem. Boah, das mit den 5 Sekunden Cooldown-Reduzierung ist, glaube ich, ziemlich heftig. Also ich merke es jetzt so direkt eigentlich nicht wirklich, weil, ich meine, du merkst es dir nicht, aber ja doch, das ist schon viel schneller. Ja, das hat mir jetzt da hinten, glaube ich, gerade den Arsch gerettet. Ah, Vesnan ist down. RIP! Oh, und die Typen nerven, die müssen weg. Die müssen weg. Lol, war's das schon? Nee, oder? Nee. Okay. Na gut, er ist schon fast Level 7. Sehr gut. Na gut, im Endeffekt musst du halt einfach nur ein Level so zocken, dass dein Held halt quasi die gesamte Arbeit macht, ja. Oder musst du ihn dann die ganze Zeit immer dahin schicken, wo die meisten Truppen sind. Aber das geht bei den meisten Helden noch gar nicht so gut. Das geht jetzt eigentlich nur beim Western so gut, weil der halt den Instant-Teleport hat. Mach den mal fertig, please. Jetzt nicht wegen so einem Schweinchen verlieren. Na, komm. Na. Ja gut, es ist echt dumm, dass sie so stehen jetzt, wo Western eh nicht mehr da ist. Okay.
Alter, machen die viel Schaden an ihm. Holy shit, Alter. Das eine Vier hat ihn fast gewonnen-hittet. Oh. Kommt ein, wie heißt der Zwielicht-Golem? Ah nein, da kommt Zwielicht-Rächer auch wieder. Scheiße. Holy shit. Kann ich meinen Dämon gegen den Golem kämpfen lassen, weil... Wir ziehen uns zurück. Ja, okay, der Dämon wird auf jeden Fall benötigt. Ja, der macht leider keinen Flächenschaden. Der kämpft auch einzeln gegen die Viecher. Aber gut, die ganzen Schwachen, die macht er eigentlich mit zwei, drei Schlägen fertig. Okay, Alter, aber der Zwielicht-Golem, der macht sogar meinen Dämon mit ein paar Hits down. Das ist nicht gut. Okay, und Bestern ist Level 7, das ist sehr gut. Ja, dann schaue ich jetzt gleich mal, ob sich die Abklingzeit von dem Dämon dann verändert. Ja, das wäre schon, also das wäre sehr wichtig, weil die Abklingzeit ist momentan definitiv zu hoch. Alter, das gibt's ja nicht, der hat den echt noch fertig gemacht. Also. Yay! So. Wobei die Abklingzeit halt nicht dasteht, ne, aber... Ja, okay, er kämpft auf jeden Fall nicht länger da. Okay. Dann wird die Abklingzeit wahrscheinlich auch gleich bleiben. Verdammt. Naja, gut. Müssen wir rausfinden. Ich bedanke mich immer recht herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, haut's rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.